Willkommen zum zweiten Video über den Median. Im ersten Video haben wir den Median ermittelt und gezeigt, wie ich aus einer Liste mit gegebenen Zahlen den Median ermitteln kann. In diesem Video geht es darum, die Eigenschaften des Medians näher zu beleuchten. Dazu ein Beispiel, und dieses Beispiel dürfte dir bekannt vorkommen. Wir haben das in den vorigen Videos zum arithmetischen Mittel schon einmal gemacht. Wir haben drei Personen, Person A, Person B und Person C. Und die Geldbeträge neben diesen Personen sollen ihr monatliches Einkommen darstellen. Deine Aufgabe ist es jetzt, den Median dieser Einkommen zu bestimmen. Um den Median dieser Einkommen zu bestimmen, müssen wir zunächst diese Gehälter in aufsteigender Reihenfolge anschreiben. Das sieht dann so aus. Und da ich eine ungerade Anzahl an Einträgen habe, existiert ein mittlerer Wert, und dieser mittlere Wert ist nämlich 1000, ist auch mein Median. Das heißt, er teilt meine Liste in eine obere und eine untere Hälfte. Wenn wir das mit dem arithmetischen Mittel vergleichen, dann haben wir doch sehr große Unterschiede. Beim arithmetischen Mittel hatten wir 33.333,33 Euro. Und wir haben gesagt, das arithmetische Mittel ist in diesem Kontext fast überhaupt nicht aussagekräftig, da es sehr starke Abweichungen gibt. Der Median mit den 1000 Euro ist eine bessere Annäherung, weil die Hälfte 1000 Euro verdient, mehr als die Hälfte, und ein Drittel mehr als 1000 Euro verdient. Woher kommen diese großen Unterschiede? Warum ist das so? Warum unterscheiden sie sich so signifikant? Das liegt vor allem daran, dass der Median unempfindlich gegenüber Ausreißern ist. Beim Median, wie wir im letzten Video gesehen haben, interessieren mich nur die mittleren Werte. Also entweder bei ungeraden Listeneinträgen, also der mittlere Wert, oder bei einer geraden Anzahl von Listeneinträgen die mittleren zwei Werte. Alle anderen Werte sind für den Median irrelevant. Und daher ist er gegenüber Ausreißern, sei es auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, unempfindlich oder robust, wie viele sagen. So, wir schauen uns jetzt das nächste Fenster an, nämlich das mit der 50% Eigenschaft des Medians. Wir haben zwei Fragen, nämlich erkläre, weshalb der Median einer Liste von Zahlen stets die folgende Eigenschaft hat. Mindestens 50% der Zahlen sind kleiner oder gleich dem Median, und mindestens 50% der Zahlen sind größer oder gleich dem Median. Und als Zusatzfrage: Wie können es mehr als 50% sein? Drücke wieder auf Stopp und versuche, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Für die Zusatzfrage verweise ich auf unser Gehaltsbeispiel. So, also warum muss mindestens die Hälfte der Zahlen kleiner gleich oder größer gleich dem Median sein? Naja, wir haben eine aufsteigend sortierte Zahlenliste, und um den Median zu ermitteln, nehmen wir immer die mittleren Werte. Das heißt, mindestens die Hälfte muss also kleiner gleich oder größer gleich dem Median sein. Das folgt aus der Definition des Medians. Wie können es mehr als 50% sein? Da habe ich auf unser Beispiel verwiesen. Schauen wir uns unser Beispiel noch einmal an. Ich habe diese drei Werte, und ich weiß, dass 1000 mein Median ist. So, jetzt sind zwei von diesen drei Einträgen kleiner gleich 1000, und zwei von drei, das sind 66%, sind kleiner gleich, und alle Einträge in meiner Liste sind größer gleich 1000. Das heißt, 100% der Einträge sind größer gleich 1000. Das mag jetzt zu Beginn vielleicht ein bisschen verwirrend erscheinen. In den Videos zum Quantil werden wir diese Eigenschaften dann noch genauer behandeln.